Und damit herzlich willkommen zurück hier zur fünften Staffel des Feed the Beast Modpacks. In der letzten Aufnahme ist uns das Quartz Fiber ausgegangen. Und da braucht man noch ein wenig. Denn ich brauche ein paar Dense Cables. Zuerst brauche ich aber normale Cables. Na toll. Was war's mit meinem Fluix? Na toll, na toll, na toll, na toll. Genau, wir haben keinen Charged Zertus Quartz mehr. Na toll. Wann sehe ich, ob das fertig ist? Automation. Mal schauen, ob man dann irgendwie einfach automatisieren kann. Dum 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 dum. Okay. So. So, wir automatisieren das. Sonst sitzen wir morgen noch hier. Keinen Filter. Certus Quartz immer charged. Certus Quartz immer. Na gut. Okay, Scheibe. Wir wollten was craften? Den Scarab. Ich erinnere mich. Aber... Ach, ich hätte doch hier Fluix Dust. Ich bin auch selten ein Depp. Ein seltener Depp. Sand.
können wir uns doch Pure Fluix Crystal machen. Warum hüpfe ich hier hoch eigentlich? Auf geht's! Während der hier weiterhin Dinge herstellt. Das war die Idee des Jahrhunderts. Genau, den Scaber. Ja. Ich hoffe, die Schafe sind mittlerweile ein wenig aktiv gewesen. Jawohl. So. Da hat man sogar Schieß. Ja. Da, dum, 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 dum. Wird zwar noch ein wenig dauern. Die könnten ruhig ein wenig schneller wachsen. Gehen wir noch ein Stückchen weiter rein. So, dann müssen wir das eh oben importieren. Ore Processing, Shift-Rechtsklick. Rechtsklick. Ja, sehr schön. Wenn wir gleich den Stack zusammen haben. Den müssen wir auch unbedingt an ein Interface stöpseln. Aber das müssen wir sowieso mit mehreren Dingen machen, sobald es soweit ist. So. Dum, 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 dum. Ach so. Gleich einen Stick rausbekommen. Oh, gleich drei Stück rausbekommen. So, unser Exportzeug. Kommt gleich mal hier dran. Bleibt jetzt noch offline, logischerweise. Da braucht man, glaube ich, eh einiges sogar schon. Was sind das Stone Bricks? Sind zwar keine Connected Textures, aber was Glas. Nee, kein Quartz. Quite clear hätte ich da gerne. Geht nicht. Okay.
Dann nehmen wir normales. Ach genau, dann können wir nämlich da reingucken. Upsi. Sehr gut, so. Wo bekommt der Blödsinn eigentlich den Strom? Hat der einen eigenen Power Accept? Ich glaube, gell? Ich habe schon wieder vergessen, nämlich. Jawohl. Das werden wir aber ändern. Cobblestone, Cobblestone, Cobblestone. Achso, Power Acceptor können wir auch abbauen. Dann ein Quartz Fiber. Nein, nicht 46, eines. Hoppla. So, damit hängt es am großen System dran. Das kleine System. Und braucht keine extra Stromleitung. Also das Botenzeug hängt schon dran. Hätten wir das erste Ding angeschlossen. Dann sind das die Barrels, glaube ich. Versuchen wir es. Store and craftable number of items. So. Yep, das sind die Barrels. Da, 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 da. Pickaxe, die wollte ich haben. Da müssen wir auch ein wenig zubauen jetzt endlich mal. So. Anker. Genau. ME-Cable. Zack. Da hat man Stein und so weiter auch angeschlossen. So. Irgendwo müssen wir uns jetzt wieder Schilder hinbasteln. Sonst haben wir morgen erst wieder keine Ahnung, was wir hier gebaut haben. Drum, drum, drum. An das, genau, das ist die beste Idee. An Smart Cable ran. Ah.
Koppel. Das ist dieser. Kompressor. Pressor, schreiben wir da. Heißen die Fassade, ja, heißen sie, damit wir sehen, wo was daherkommt, so, beziehungsweise damit wir sehen, oh, da unten ist ein Schild. Dann wissen wir nämlich, ah, da wird was Intelligentes stehen, was uns weiterhilft. So. Server im A-System select. Die Barrels sind wieder angeschlossen. Cobblestone haben wir gleich da noch drinnen. Ans große System halt zumindest. Hier in den Scaber. Die Dings sind angeschlossen. Was wollte ich jetzt sagen? So. Genau, da sehen wir, ah, da steht eventuell was. Bräuchte man nur hier aufreißen und hier sehen wir auch. Oh, da unten ist wo was, braucht man aufreißen. Or Processing. Haben wir noch gar nicht angeschlossen, das ist jetzt als nächstes dran. Achso, hier haben wir schon ein Smart Cable, Entschuldigung. Haben wir noch ein smartes Cable? Schau, smart. Ja, haben wir sogar noch. Oh nein. Genau. Dann haben wir jetzt hier wirklich das Ore Processing. Und Prozessor Autocraft Ing Ore Processing und Prozessor Autocrafting, das ist nämlich genau das, was hier rüber geht, gleich die Leitung. Zack, abgeschlossen, angeschlossen. Wie dann das Hauptsystem.
Und jetzt weiß ich dann gar nicht mehr, wie viele Channels das wir schon brauchen. Aber wir könnten ja mal das große System anfahren. Da kommt es zum Leben und das Ore Processing braucht 17. Okay. Storage braucht 4. Genau, dann gehen wir kurz runter. Genau, und hier sehen wir es auch schon, die 17, die gebraucht werden. Da ist auch wieder die Zeit für diese Folge um. Ich glaube, ich spinne. Sehr schön. Schalten wir hier wieder ab. Also es zahlt sich schon aus, dass wir so viel haben. Gerade wenn wir da unten so viel brauchen, das wusste ich ja gar nicht. So. In der nächsten Episode werden wir den Crafting-Ding irgendwo hinbasteln. Wenn ich weiß wo. Vielleicht machen wir es doch anders. Und ich hänge das Crafting-Zeug hier noch ein Stockwerk tiefer rein. Wobei, wenn wir uns ehrlich sind, hätten wir hier auch Platz dafür. Wir brauchen mehr Keybrinker. Genau. Dann schauen wir, dass wir hier irgendwo rauskommen. Das machen wir eben noch. So, wartet mal, ich muss eben den Magneten wieder anziehen. So geht's nämlich auch. Dann kann man da hinten dann das Autocrafting-Zeug her. Und dann muss ich mir auch noch mal anschauen, was es da alles für Zusatzgeräte dazu gibt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.